Hey Leute, willkommen wieder auf meinem Channel. Ich bin's, Afroflos, und in diesem Video geht es wieder um die Unlimited Chi-Fähigkeiten. Nämlich, viele Leute haben mich gefragt, wie das Ganze hier zu schaffen ist, und dieses Video geht detailliert darüber, wie das Ganze hier funktioniert. Nämlich, die ganzen Unlimited Chi-Glitches sind nach und nach für Update etwas schwerer geworden, und somit geht auch straight ins Video. Nämlich, wir müssen Runde 5 kommen, um mit dem Black Hat Dojo, also mit Pam, zu reden, damit wir einen Trank nehmen können. Also es ist egal welcher Trank, völlig egal. Ihr könnt den Kranich nehmen, ihr könnt den Tiger nehmen und die Schlange, wenn es euch beliebig ist. Auf jeden Fall nehme ich hier in diesem Video erstmal den Drachentrank und überspringe die Runde mit den Divas. Auf jeden Fall, sobald wir die Runde übersprungen haben, jetzt so wie bei mir, trinken wir den Trank und wir müssen die allererste Aufgabe machen. Die allererste Aufgabe sind 15 Zombies im Nahkampf zu töten, damit wir einen Rang aufsteigen können. Zuerst killen wir 15 Zombies im Nahkampf, und sobald wir die 15 Zombies im Nahkampf gekillt haben, bekommen wir den Rang 1. Und sobald wir den Rang 1 haben, bekommen wir die Shuriken zur Verfügung. Und sobald wir die Shuriken haben, müssen wir 25 Kills mit den Shuriken machen. Und da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wie ihr schon im Hintergrund gesehen habt, werfe ich meinen Shuriken immer nur dann ab, wenn er schon leuchtet. Nämlich, ich halte ihn gedrückt, bis er 3 Shuriken gleichzeitig wirft. Nämlich, er verbraucht damit auch nur die gleiche Chi-Kraft. Also ihr könnt mehr Kills mit derselben Chi-Kraft machen. Und wenn euch mal die Chi-Kraft ausgeht oder sonstiges, macht es auch nicht sehr viel aus. Nämlich, ihr bekommt jede 5 Minuten und jede Runde einen neuen Trank, und ihr könnt es immer neu starten. Das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es keine Bindungen oder sonstiges. Auf jeden Fall machen wir uns erstmal an die 25 Shuriken Kills, damit die erstmal fertig sind. Nämlich, sobald wir mit den Shuriken Kills fertig sind, mit den 25 Stück, erreichen wir erstmal den Rang 2. Hier in dem Video ist es Drachenrang 2. Und sobald wir Rang 2 erreicht haben, müssen wir nicht viel machen. Wir brechen einfach die Chi-Kraft ab und beenden die Runde. Oder wir warten 5 Minuten. Nämlich, wir müssen auf die Tränke zugreifen können. Nämlich, wir wollen den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist auf jeden Fall ziemlich tricky. Nämlich, wir müssen 2 Getränke auf einmal trinken. Und dafür brauchen wir einen Trank, der nicht upgegradet ist, und einen Trank, der auf Level 2 upgegradet ist. Und sobald wir auf die Tränke zugreifen können, gehen wir in den Black Hat Dojo rein und wir nehmen zuerst den Trank, der nicht upgegradet ist, und gehen damit zu dem Trank, der upgegradet ist. Drücken Viereck gehalten, dann rechts und sofort nochmal nach rechts. Und wenn ihr das korrekt gemacht habt, müsst ihr nur noch die Chi-Kraft abbrechen und ihr habt die Unlimited Chi-Fähigkeit und die unendlichen Shuriken am Start. Auf jeden Fall zeige ich euch den ganzen Part nochmal in Zeitlupe. Wie ihr sehen könnt, drücke ich Viereck gehalten, drücke nach rechts und warte einen ganz kleinen Moment, sobald das Symbol aufgetaucht ist, und drücke nochmal nach rechts. Und ihr dürft euch das gleich nochmal anschauen, und zwar mit Ton, nämlich wenn der Ton kommt, trinke ich. Ich bin eins. Yep, ist auf jeden Fall ein tricky Teil. Ist ungefähr ein Zeitabstand von 0,75 Sekunden, aber ich sag euch was, probieren geht über studieren. 2-3 Mal gemacht und ihr habt es raus und ihr lauft, genau wie ich, mit Unlimited Chi durch die Map. Auf jeden Fall, für die dritte Fähigkeit brauchen wir 50 Kills für die entsprechende Chi-Fähigkeit, nämlich wir müssen den Rang 3 erreichen, und sobald wir den Rang 3 erreicht haben, können wir mit dem Schritt fortfahren. Nämlich, wir brauchen einen Trank und wir brauchen noch, ganz wichtig, eine Glückskarte. Nämlich, wenn man das Solo macht, brauchen wir die Glückskarte, nämlich wir brauchen Wiederbeleben am Start. Und da gebe ich euch noch einen Tipp, nämlich wenn ihr das Solo macht und Wiederbelebt braucht, dann nehmt euch auch Up and Adams, nämlich dann habt ihr insgesamt 3 Versuche mit einer Karte. Und wenn ihr das mit einem Kollegen macht, mit einem Teammate, dann braucht ihr das nicht, dann hebt euch einfach auf, einfach wiederbeleben und dann ist es auch am Start. Also Karte aktivieren, Trank nehmen ist ganz wichtig, ihr braucht auch den Shuriken oder andere Granaten, ist ganz wichtig, dann müsst ihr Shuriken rausholen oder Granate, währenddessen trinken und dann halten.
Sobald dieses Zeichen auftaucht, müsst ihr sterben und ihr werdet natürlich wieder aufstehen, dank der Wiederbelebkarte. Und dann habt ihr Unlimited Chi, und zwar die dritte Fähigkeit. Und das Schlechte an der ganzen Sache ist, die anderen Chi-Fähigkeiten sind verschwunden, also die könnt ihr auch nicht nochmal machen. Also entweder oder, ihr müsst euch entscheiden, und sobald ihr nochmal einen Trank trinkt, dann ist auf jeden Fall euer Chi weg. Also dann seid ihr wieder entglitscht und ihr könnt theoretisch neu anfangen. Also ist auch ein Tipp an euch, wenn ihr zum Beispiel die zweite Fähigkeit wieder haben möchtet, dann könnt ihr euch wieder entglitschen, indem ihr nochmal einen Trank trinkt. Und sobald ihr den Trank getrunken habt, dann seid ihr theoretisch wieder normal und ihr könnt wieder einen Trank doppelt trinken, also den Schritt 2 nochmal wiederholen. Auf jeden Fall, dieses restliche Gameplay ist jetzt nochmal zur Demonstration, was zum Beispiel passiert, wenn man seinen Chi verliert oder ob es irgendwie die Chi-Kräfte beeinträchtigt. Auf jeden Fall hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ihr wolltet dieses Tutorial und ihr habt es bekommen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Das war's wieder von mir, euer AfroFlows. Peace out.